So, hallo, Freunde der Nacht und des offenen Kaminfeuers und der Fast Foods. Ich denke, wir sind Teil 7 auf dem Weg zum, ja, mal überlauern, was so ein Imbiss so für Tücken hat. Beim letzten Mal hatte ich eingebaut, dass die Menschen, die zum Imbiss kommen, sehen, oh, das ist aber voll. Und dann sagen die sich gleich so, nee, das. Das ist nichts. Ja, also das war dieser Fall. Stellt sich gar nicht erst an. Dann gibt es natürlich noch, das kennt ja jeder auch von sich selber, wenn er irgendwo im Restaurant, er kriegt zwar einen Tisch, also quasi die Bedienung geht dann los, aber nach einer Dreiviertelstunde noch nichts gekriegt, noch nicht mal gefragt, was man trinken möchte, weil da halt ein Riesendruck ist oder irgendwas ist schiefgelaufen, dann geht man halt, ne? Und das ist dieser Fall hier. Dass man die Warteschlange verlässt, weil man einfach zu lange gewartet hat, aber man möchte nicht länger warten. Und dieser Fall ist hier in den Beispielen von Salabim versteckt, ist recht schnell gemacht. Self-Request hat man auch bis jetzt gemacht. Jo, warten wir mal, bis einer sich um uns kümmert. Aber wenn er sich nicht innerhalb vom Beginn meiner Anfrage innerhalb der nächsten hier im Beispiel 50 Zeiteinheiten meldet, ja, dann geht das Yield auch weiter. Und zwar mit failed. Also self-failed. Und das möchte ich einbauen und ausprobieren. Was ist denn mit den Leuten, die einfach nicht so lange warten wollen? Oder halt variabel, dass man das einstellen kann. Ich habe das, weil das nicht so viel ist, schon einfach mal, ich habe da was vorbereitet. Vorher hatten wir die Geduldschlangenlänge. Also wo die Leute gesagt haben, oh, wenn da fünf oder mehr stehen, stelle ich mich nicht an. Jetzt habe ich noch Geduldschlangendauer. 5 Minuten. Wenn ich also länger als 5 Minuten warten muss, bis ich überhaupt bedient werde, obwohl ich mich angestellt habe oder hingesetzt habe, dann gehe ich wieder. Und dann unterscheide ich die Leute von denen, die sich gar nicht erst in die Schlange stellen. Das waren ja unsere Abbrecher vom letzten Mal, zu den Schlangenabbrechern. Ich stelle mir gerade so vor, Schlangenabbrecher. Kann man Schlangen abbrechen? Wie sieht denn das aus? Also hier die Schlangenabbrecher, die werden hochgezählt, wenn jemand sich zwar angestellt hat, also hier kommt, aber mit Failed rauskommt. Also einfach mehr als in diesem, wie jetzt eingestellt, 5 Minuten gewartet hat in der Schlange. Ist natürlich ziemlich ungeduldig, sagen wir mal. 15 Minuten. Wenn das so ist, also der stellt sich hier an, 15 Minuten Simulationszeit seit dem Beginn des Anstellens sind rum. Da kriegt er gesagt, du, hör mal, es ist Zeit zu gehen, ne? Da wird hier nichts mehr. Dann sagt er das halt noch, Self-Name, der Kunde 17 oder so, verlässt die Warteschlange um, ja genau, wenn er halt seine Geduld um ist. Schlangenabbrecher werden hochgezählt und dann wird er aus dem System genommen. Da vermute ich, ich weiß es nicht genau, aber ich habe es mal mit anderen ausprobiert. Wenn hier Self-Failed ist, steht hier kein Yield mehr danach. Und dann krieg ich merkwürdige Ergebnisse, als ob der trotzdem noch weiter behandelt würde. Kann aber auch andere Ursachen haben. Auf jeden Fall, ich sicherheitshalber, und da passiert nichts Böses, wird der hier aus der Warteschlange rausgenommen und tschüss. Wenn er nicht die Warteschlange verlassen hat, weil er halt noch rechtzeitig innerhalb der gesetzten Zeit, ja dann drangenommen wird, dann kommt das ursprüngliche Warten aufs Essen. Also das ist die einzigste Erweiterung, plus hier natürlich die beiden Werte, die ich jetzt in die Konfiguration geschrieben habe. Die Geduld für die Wartezeit in der Schlange und der Zähler für wie viele Leute denn die Schlange verlassen haben. Das ist das Einzige, was dazugekommen ist. Und natürlich unten noch die Ausgabe. Zu den Abbrechern sage ich erstmal insgesamt, wie viele Leute haben wir denn nicht bedient, weil sie entweder vorher abgebogen sind oder wieder aufgestanden sind und dann nicht geteilt durch, weiß ich nicht, mache ich vielleicht besser so. Und dann die Zahl der Leute, die sich zwar angestellt haben, aber nicht bis zum Schluss gewartet haben. Ja. Jetzt gehen wir mal rauf. Und wir machen
ist uns erstmal wieder sehr übersichtlich. Kommt jede Minute einer, kocht seit 5 Minuten plus minus 1, eine Stunde, einen Tag, eine Woche, also eine Stunde im Monat. Pro Kunde 5 Euro. Wir sind alleine. Uns ist völlig egal, wie viele da stehen. Also den, und wir warten auch ewig lange. Also das ist sozusagen, da bricht keiner ab. Oder unwahrscheinlich, dass das erreicht wird. Wie viel können wir denn maximal so erreichen an Umsatz bzw. bedienten Kunden? Das hängt ja zusammen. Momentchen warten. Also 12 Kunden. 12 Kunden schaffen wir in der Stunde. Wir haben ja, bei den Zahlen natürlich nicht einen, der gar nicht erst sich angestellt hat, weil Schlange war unter 500.000 Leute. Und Abbrecher, also die haben auch nicht, keiner hat länger als 150.000 Minuten gewartet. Also 55 Euro kann man machen. Wir können sie nochmal laufen lassen, damit es sich ein bisschen einschwingt. Jetzt haben wir mal 12 Kunden geschafft. So 11, 12 Kunden schafft man. Ne? Nur um sicher zu gehen, mit zwei Leuten. Ja, doppelt so viel, ne? Das hatten wir ja schon mal gesehen, das ist jetzt nicht so verblüffend. Von 11 auf 22 sowas. Mal mehr, mal vielleicht auch ein bisschen weniger. Und wir sehen, es bricht keiner ab. Gehen wir wieder auf einen zurück. Könnte man sich auch vorstellen, dass das ein Krebsstand ist. Und Mitarbeiteranzahl ist jetzt nicht Mitarbeiteranzahl, sondern Anzahl von diesen Platten, auf denen man diese Kochplatten oder Crepe-Platten. Wir haben jetzt erstmal nur eine und den Leuten ist es völlig egal, wie viele Leute da stehen. Also 500.000, da stellen die sich noch gnadenlos an. Aber die möchten nicht länger warten als 20 Minuten. Haben wir so einen Fall? Innerhalb von einer Stunde? Tatsächlich. Also bei, wenn jede Minute einer einen Crepe haben will und ich habe nur eine Crepe-Platte und ich brauche für so einen Crepe 4 bis 6 Minuten meistens, dann warten 26 Leute über 20 Minuten, also 20 oder mehr, und gehen dann. Jetzt kaufen wir uns ab in den Baumarkt, zweite Platte gekauft und los geht's. Jetzt müssten wir theoretisch in etwa doppelt so viel hinkriegen, 23, so. 24. Also wir schaffen jetzt schon 120 Euro, also mit 24 mal 5. Aber immer noch Leute, die länger als 20 Minuten auf so ein Crepe warten. Wir appellieren, Leute, unterhaltet euch zwischendurch. Wartet ruhig eine halbe Stunde, aber immer, selbst eine halbe Stunde gehen noch 9. Ich will ja mal gucken, wie es hat. 60 Minuten haben wir dann immer noch Leute? Nee. Also eine Stunde braucht man nicht, aber wie ist das mit 50 Minuten? Stehen da manche sogar 50 Minuten an? Nö. Eher nicht. Also 40 Minuten in der Spitze? Nee. Jetzt sind wir bei den 30 Minuten. Ah ja, da haben wir jetzt aber mal einen Monat oder eine Stunde im Monat erwischt. Da haben wir unsere 24 hingekriegt, aber da waren viele hinterhergekommen. 8, da wieder keiner. 8. So, dann machen wir nochmal 40. Mal gucken, ob wir da auch so Spitzentage reinkriegen. 0, 0. Da mal 4. Also 40 Minuten. Geduld, wenn du Kunden hast, die 40 Minuten Geduld haben, dann schaffst du es. Wir nehmen 15 an, 15 Minuten. Auf dem Crepe, ich meine, ne? Ein bisschen widersprüchlich, man, 500.000, ich stelle mich an. Aber mal einfach mal angenommen, die Leute stellen sich einfach immer an. Ja. 25 mal 5. Da verlieren wir in der Stunde so 125 Euro.
Und wir haben schon zwei Platten. Wir noch mal vier. Insgesamt vier. So. Und wir machen schon mehr. Also von den 24 haben wir jetzt schon auf 43 geschafft. Mal ein bisschen laufen lassen. 47. Ja, also da machen wir schon, holen wir schon einige Abbrecher. Hier nochmal zur Erklärung. Wir haben insgesamt zwei Abbrecher, zwei, weil sie zu lange gewartet haben. Also niemand, ist auch nicht verwunderlich, ist gegangen, weil ihnen zu viele Kunden vor der Nase stehen. Jetzt sagen die Leute, fünf oder mehr und tschüss. Ja, wir haben zwar jetzt vier Platten, auf denen wir gleichzeitig arbeiten können. Oder vier Mitarbeiter, jeder hat eine, wie man will. Da gehen uns 55 Euro in einer Stunde verloren, in der einen Stunde, die wir überhaupt arbeiten. Ja, das ist schon was, ne? Jetzt machen wir hier mal so ein richtiges Schlagzeug auf. Acht Platten oder acht Mitarbeiter, wie man will. Ja, das bringt uns nicht mehr viel, ne? Also da sind, wir sind mit vier Platten sind wir so an der Grenze, wo man sagen kann, viel besser wird's nicht mehr. Fünf könnten noch helfen. Ja. Dann haben wir so, ja, ab und zu mal jemanden, aber so. Mehr braucht es nicht. Jetzt mal wieder ein bisschen realistischer. Stellen wir uns vor, wir haben so einen Crepe-Stand, da kommt alle 5 Minuten jemand, möchte einen Crepe. Crepe braucht 5 Minuten plus minus 1, kommt das hin? Ich denke schon, oder? Wir haben unseren Crepe-Stand 8 Stunden auf, aber nur am Wochenende. Aber jedes Wochenende. Und ein Crepe, also ein Heiermann geht hier weg, das ist so. Wir gehen ganz naiv ran mit einer Platte. Die Leute sagen, ja, 10 vor mir ist egal, was für so eine Promenade oder so. Und die sind auch bereit, 25 Minuten zu warten. Haben ja Urlaub. Das ist krass. Also 692 Crepe haben wir verkaufen können. Wir haben aber zwei Leute verloren, weil die Schlange länger als 10 war. Und 101 haben wir verloren, weil die länger als 25 Minuten hätten warten müssen. Kann natürlich auch ein Ausreißer sein. Also die bediente Anzahl 688, das ist scheinbar so. 694, viel mehr kriegst du nicht durch. Ja. 700. Aber die Leute sind halt nach 25 Minuten haben die Nase voll. Was ist denn, wenn die so richtig Stress haben? Noch schnell ein Crepe und dann wieder in Wasser. Viertelstunde. Ja. 109, mal gucken, wie schlimm das wird. Ist gar nicht so viel schlimmer als 25. Also die Leute warten gar nicht. Also wenn sie in der Schlange stehen, dann sind sie auch zügig dabei. 5 Minuten warten die nur noch. Jo, dann merkt man schon den Unterschied. Also sagen wir, nette Leute, 15 Minuten warten die. Aber so, wenn mehr als 5 vor mir stehen, ne. Mehr oder gleich 5. Das ist ja schon Geld, was man liegen lässt für die Wochenenden. 79 mal 5. Ja. 80 mal 5, 400 Euro. Woran liegt's? Wir haben zu wenig Platten. Also mit einer Platte haben wir festgestellt, kaufen wir uns mal so Platte. Ich weiß nicht, was die kosten. 5.000 Euro, 4.000 oder so eine, zwei. Ich habe überhaupt keinen Eindruck, was das kostet. Aber wir kaufen uns eine dazu. Und dann kriegen wir schon doch deutlich. Also nach 2, 3 Monaten hat die Platte sich eingespielt. Nicht wahr? Jetzt stelle ich mir gerade wieder so ein
so ein kleines Restaurant vor, wo in der ersten, zweiten Welle, so kommen so alle 10 Minuten, kommt da einer rein. Die Küche schafft jetzt so in 20 bis 30 Minuten, also war ich um 5, 4 Stunden der Abend, 18 bis 22 Uhr. Wir haben 5 Tage auf in der Woche, den ganzen Monat. Und so ein Kunde, 22 Euro. Wir versuchen das alleine. Wenn mehr als 3 Leute schon was vor mir sich angestellt haben, naja, nee, dann vielleicht gibt es noch was anderes. Ich habe gerade Kohldampf. Und wir warten, wenn wir zum Tisch gebracht worden sind, wo die Bedienung quasi anfängt, sagen wir 30 Minuten Wartezeit, nimmt man ja immer in Kauf, ne, denke ich. Man kriegt ja meistens noch vorher, oh, wenn man Glück hat, oh, schönes Brot mit Kräuterbutter oder so. Sein Getränk. Dann schaffen wir, wenn wir die Küche und Bedienung selber machen, 185 Kunden in diesem Monat. Ich lasse noch mal ein bisschen Gefühl kriegen. 190, 191. Ja, das hüpft so um die 190 rum. 190 Kunden schaffen wir in so einem Monat, wenn die Leute halt 30 Minuten da bleiben. Wie ist das, wenn die ein bisschen geduldiger sind, noch eine Viertelstunde länger warten? Ja, bringt uns nicht mehr viel Geld, ne? Die schaffen wir dann auch so oder so nicht. Die schaffen wir dann auch in 45 nicht. Gehen wir wieder runter auf die 30 Minuten, aber jetzt haben wir uns jemanden besucht, der uns hilft. Jetzt müssten wir theoretisch doppelt so viel Kunden, also theoretisch. Naja, 190 waren es vorher, 380 wären es 352. Also wir schaffen schon deutlich mehr. 370, 349, also da schaffen wir schon mit 2 Mitarbeitern, ist schon lohnend. Aber immer noch 45, die länger als eine halbe Stunde warten mussten und keine Lust drauf hatten. Und der Rest ist gegangen, weil halt mehr als 3 Leute davor standen. Gut, wenn man weiß ja selber, Hauptsaison oder so, 5. Wenn 5 vor mir sind, okay. Da tut sich nicht mehr viel, weil Abbrecher sind Abbrecher, aber es sind weniger geworden. Dritte Person einstellen. Helf, helf. Wir reden ja jetzt über 4 Stunden am Abend, ne? Jo. Da haben wir aber grinsende Bäckchen. Da sind wir schon deutlich, deutlich höher im Umsatz und auch in den Kunden, die man bedient hat, die sind ja dann auch zufrieden, ne? Aber wir haben immer noch ein paar 17 an den 20 Abenden im Monat. Also so grob geschossen einer pro Tag sagt, oh, länger als 30 Minuten will ich nicht. Wir können ja mal mit 4 ausprobieren. Also jetzt waren wir bei 456. 456. Ja. So richtig viel mehr ist es jetzt nicht mehr. Ja, ein paar mehr schon. Ja, ich meine, 40 mal 22. Ja, würde ich vielleicht in der Saison machen. Da würde ich vielleicht mit 4 Leuten arbeiten. Was ist denn, wenn wir jetzt wirklich richtiges Druckgeschäft haben? Alle 2 Minuten will einer was von uns. Wir kochen 5 Minuten plus minus 1, also wirklich sehr speziell. 5 Tage die Woche, 8 Stunden. Umsatz pro Kunde 7 Euro, was immer das sein mag. Wir sind alleine. Leute halten 15 Leute vor sich aus. Und eine Wartedauer, wenn sie in der Schlange stehen, von einer Stunde. Uiuiui. Also wir machen dann schon ganz schön harten Umsatz in dem Monat. Aber wir verlieren die meisten Leute, weil die sich gar nicht erst anstellen. Also mehr als 15 Leute da. Also, puh. Von denen, die sich anstellen,
haben 474 keine Lust, länger als eine Stunde zu warten. Das wird sicherlich noch gruseliger, wenn wir sagen, na, die warten nur halb so lang, dann gehen die 30 Minuten. Da merkt man es schon, ne? Da sind die, die gar nicht erst sich anstellen, nur so 700 Leute, ne? 2000 Leute sagen, naja, boah, 30 Minuten. Wann kriegen wir denn so um die Null? Wie lange müssten die Leute denn so warten? Sagen wir mal 100 Minuten. Ja, 100 Minuten. 90. Mal rantasten. Also länger als 90 Minuten hat kein Gast gewartet. 80. Ja, 23. Also so zwischen 80 und 90 Minuten oder 80 und 85. Ist natürlich, das will kein Gastronom seinen Gästen antun. Also das ist natürlich viel zu lange Wartedauer. Bei, wenn alle 2 Minuten einer kommt und du bist nach 5 Minuten, also 4 bis 6 Minuten fertig, das willst du nicht. Mal realistisch wieder. 30 Minuten. Schlangendauer, Schlangenlänge 10. Bist du alleine. Da bist du alleine komplett verratzt. Das ist schon gut. Aber wenn du natürlich so viele Leute hast im Monat, die gar nicht erst bedient werden, also entweder vorher abbiegen oder einfach länger als 30 Minuten warten müssen, das macht sich ja auch nicht gut. Irgendwie gucken, dass man da schneller werden kann. Also hier haben wir es jetzt schon geschafft, dass wir durch den zweiten Mitarbeiter nicht mehr so viele Leute, die eigentlich schon sicher waren, aber dann eben 30 Minuten mehr gewartet haben. Man kann natürlich noch versuchen, die Kochzeit zu verkürzen. Oder ja, noch einen dritten Mitarbeiter einstellen. Weil die Schlange ist noch zu lang. Immer noch mehr, mindestens so 10 Leute, wo viele dann sagen, nee. Ja. Da sind wir schon eher so in so einem Bereich, wo man denkt, ja, okay, das kann man machen. Also wir brauchen 3 Mitarbeiter. Dann haben wir keine mehr, die, wenn sie denn da sind, unzufrieden sind und wieder gehen. Umsatz ist natürlich beträchtlich, bei nur 7 Euro. Also das ist auch noch eine schöne Spielwiese hier, wo man dann auch nochmal die Leute, wenn die 10 Minuten sitzen, dann sind die natürlich auch schon vorher ungeduldig, mehr als 2, nee. Kann man sich das ja auch mal so beobachten beim Gastronom seiner Wahl. Ja, ist natürlich krass, ne? Also wenn alle 2 Minuten einer auftaucht, ist auch nicht üblich, sagen wir wieder alle 12 Minuten im Mittel. Essen dauert 15 plus minus 3. Weil so in ganz wilde geschossen so ein Abend. Da sind wir dann alleine auch nicht gut im Rennen. 280 Leute mussten länger als 10 Minuten warten. Ja, 10 Minuten ist auch nichts, ne? Aber nehmen wir an, das wäre halt so an dem Ort. 2 Mitarbeiter. Ah, immer noch viel zu wenig. So ein bisschen geht der Umsatz noch rauf, so 800 bis 1000 Euro. Aber da würde ich jetzt auch nicht mehr machen, also über einen Monat ist das schon ganz gut. Ja, da haben wir jetzt also noch reingebaut, dass Leute sich in die Schlange stellen, aber die auch wieder verlassen können nach einer Zeit. Ja, Dankeschön. Erstmal, ne? Macht's gut. Tschüss.